Nintendo präsentiert. Zusammen mit Intelligent Systems gepublished. Nach ca. 20 Jahren ein Remake zu eines der besten Games aller Zeiten. Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Zumindest heißt es so. Ich habe dieses Spiel nicht nur noch nie gespielt, sondern ich kenne nur ab und zu so hier und da ein paar Ausschnitte aus dem Spiel, sonst kenne ich nichts. Ich bin mit Paper Mario aufgewachsen, aber nicht so wie ihr denkt, sondern mit dem 3DS-Teil Sticker Star. Und den fand ich ziemlich gut. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem als Kind. Und naja, der Teil wird super krass gehatet, weil er nicht wie alle anderen Teile ist. Und da dachte ich mir, okay, wie sind die anderen Teile so? Habe ich mir Super Paper Mario mal vor 10 Jahren oder so angeschaut, bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls, letztens haben wir den ersten Teil Paper Mario 64 durchgespielt. Und der war mehr oder weniger jetzt ein Aufbau hierfür. Ich weiß so gut wie gar nichts über die Story. Ich kenne, wie gesagt, nur einige Szenen. Aber in diesem Let's Play wollen wir nicht herausfinden, ob es denn das wirklich das beste Mario RPG-Game ist, sondern auch, ob es das beste Game aller Zeiten ist, so wie sehr viele es immer behaupten. Ich bin sehr gespannt. Soll extrem krass sein, das Game. Vor allem für eine Mario-Story. Und ich würde sagen, ohne weiteres Gelaber haben wir sofort an hier. Let's go. Warte, ich kann mir die Farbe auswählen. Komm. Welche Farbe wollen wir da nehmen? Komm, nehmen wir grün. Nehmen wir Luigi grün. Dafür, dass Luigi immer noch kein Partner ist, aus irgendeinem Grund. Fragt mich nicht. Der ist nur ein Mario Luigi, ein Partner. Okay, aber worum geht's denn überhaupt? Heute erzähle ich euch die Geschichte von der magischen Karte der Sternjuwelen. Vor langer, langer Zeit gab es einmal in einem fernen Ort eine riesige Stadt. All ihre Bewohner führten ein glückliches, unbeschwertes Leben. Man erzählt sich, es sei eine blühende, prosperierende Stadt gewesen. Bis eines Tages ein fürchterliches Unglück über die Stadt hereinbrach. Der Himmel verfinsterte sich und die Erde bebte. Das Ende der Welt schien nahe zu sein. Innerhalb einer einzigen Nacht versank die Stadt im Erdboden. Viele, viele Jahre später war die Stadt bereits zu einer Legende geworden. Als keinerlei Spuren mehr ihre Existenz überzeugten, kamen Menschen, um erneut eine Stadt zu gründen. Diese Menschen sprachen in den Katakomben unter der Stadt ist noch immer ein uralter Schatz verborgen. Und so wurde die Legende dieses Schatzes in die Hafenstadt Rohlingen überliefert. In besagtem Rohlingen beginnt das Abenteuer um den legendären Schatz und die magische Karte. Und warum ist da ein Geigen? What the hell, Nintendo? Was wollen wir den Kindern hier zeigen? Mach mal den Sound für euch lauter. So. Endlich lässt Toadsworth mich einmal alleine. Unter seiner ständigen Aufsicht machen Reisen gar keinen richtigen Spaß. Gelegentlich möchte ich mir schließlich auch einmal etwas allein ansehen. Aber irgendwie herrscht eine seltsame Stimmung in dieser Stadt. Hey da, junges Fräulein. Ich finde es richtig cool, dass die alle jetzt eigene Stimmen haben, die einfach nur so ein Textgeräusch ist. Willst du denn nicht was Nettes kaufen? Ich habe die schönsten Waren der Stadt, wie dieses Prachtstück hier. Dieses Kästchen ist sehr hübsch. Ist da auch etwas drin? Es heißt, in diesem Kästchen befindet sich die Karte zu einem legendären Schatz. Aber nur jemand, der vollkommen reinen Herzens ist, kann es öffnen. Aber sie selbst, wenn eine wie ich es berührt, passiert gar nichts. Wenn du es schaffst, das Kästchen zu öffnen, soll sein Inhalt dir gehören. Na los, nimm es. Okay.
Ein kleiner Versuch kann dir nicht schaden. Bisschen rütteln. Es geht sofort auf. Was zur Hölle? Pete hat ein reines Herz. Die Toads werden also nicht versklavt. Das ist gut zu wissen. So. Und schaut mal, wer da ist. Paracarrie. Ich erinnere mich noch an dich. Die Boss ist da. Dankeschön. Und Luigi holt natürlich die Post raus. Es fängt schon mal sehr ähnlich an zu Paper Mario 1. Generell habe ich auch das Gefühl, dass das Spiel super stark an Paper Mario 1 inspiriert ist. Und schaut mal im Hintergrund. Da sind wir alle unsere Freunde aus dem ersten Abenteuer. Hey Mario, Prinzessin Peach hat dir geschrieben. Oh, schon wieder. Mamma mia. Ich darf den Brief doch bestimmt vorlesen, oder? Ja, na gut. Also gut, mal sehen. Was steht denn da drin? Hallo Mario. Ich habe einen Kuchen. Ja, okay, das war ein anderes Spiel. Ich befinde mich gerade auf einer Reise durch die Provinzen des Pilzkönigreiches. Auf dieser Reise fiel mir eine seltsame Karte in die Hände. Angeblich eine Schatzkarte. Ich habe sie in einem Kästchen gefunden, das mir eine Marktfrau im Rohlingen gab. Aber ich wage es nicht, mich allein auf die Suche nach dem Schatz zu begeben. Deshalb möchte ich dich bitten, mich auf der Schatzsuche zu begleiten. Die Schatzkarte schicke ich mit diesem Brief. Bitte nimm die Karte und komm hierher. Ich erwarte dich im Hafen von Rohlingen. Deine Peach. PS, ich zähle auf dich. PS, PS, es gibt auch noch Kuchen. Kuchen? Da bin ich dabei. Tatsächlich, Mario. In dem Umschlag steckt eine alte Karte. Sieh das nochmal an. Oh. Mhm. Unten rechts ein Fisch. Generell wirkt das wie ein großes Abenteuer. Da bin ich gespannt. Da bin ich dabei. Paper Mario. Die Legende vom Äonentor. Oder auf Englisch The Thousand Year Door. Thousand Year Door ist einfach Deutsch Äonentor. Haben sie das Legende noch im Deutschen zugefügt. Klingt ein bisschen epischer. Fangen wir doch direkt an mit dem Prolog. Willkommen in den Rohlingen. Ich finde das lustig, wie die Coin sich immer wieder dreht und ein ganz anderes Symbol ist. Es ist nicht eine Coin, es sind mehrere Coins. Sie lügen uns an. Okay, fangen wir direkt an. Hey, Meister. Aufwachen. Rohlingen ist schon in Sichtweite. Da wolltest du doch hin, oder? Meint er mich? Bin ich der Meister? Diese Möwenzaun. Jetzt muss ich an SpongeBob denken, warum auch immer. Wir legen gleich an. Alles klar für deinen kleinen Landgang? Mhm. Let's go! Und ich schätze, da fangen wir direkt an bei den ganzen Piraten-Bob-Orms. Schätze, die Landung hat sich ein wenig verzögert. Tut mir echt leid. Aber bist du ganz sicher, dass du ausgerechnet hier von Bord gehen willst? Reicht dir nicht, dass ich dir unterwegs über Rohlingen erzählt habe? Was denn? Ist das hier eine gefährliche Stadt oder was? Was? Am Hafen wartet eine Prinzessin auf dich. Verstehe. Wenn du das so siehst, kann ich dich wohl nicht aufhalten. Aber pass gut auf dich auf und viel Glück. Danke, Mann. Dreht sich kurz um. Dafür hatten wir keine Animation. Trotzdem besser als bei Pokémon, einfach schwarz ausblenden. Und da sind wir in Rohlingen! Und Junge, kann ich kurz sagen, dass die Grafik echt geil aussieht? Also, ich habe zwar kein Color Splash und auch kein Origami King gespielt, die sahen aber auch von den Trailern her sehr krass aus, aber das hier, Junge, 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 das sieht richtig gut aus. Ich finde es ein sehr interessanter Artstyle-Choice, dass Mario eine dicke schwarze Outline hat, aber dahinter noch so eine ganz leichte weiße Outline. Die kann man vor allem sehen, wenn man ranzoomt. Das haben auch generell die meisten Characters hier, glaube ich. Und der Speicherblock ist schwarz. Speicherblock, genau. Durch Sprünge gegen diesen Block speicherst du Spielstand. Falls du dann vom Titelbildschirm aus weiterspielen möchtest, oder es gar Game Over für dich heißen sollte, kannst du jederzeit dein Spiel von deinem letzten Speicherpunkt aus fortsetzen. Auf jeden Fall sollst du diese Blöcke nutzen. Mario hält sich kurz fest in der Luft. Okay. Das ist Rohlingen. Nur Verrückte kommen nicht zur Gangsterstadt. Du scheinst auch so einer zu sein, aber ich gebe dir einen Tipp, Mann. Da drüben ist ein Speicherblock. Wenn du berührst, wird gespeichert. Du weißt schließlich nie, wann es dich erwischt. Ist das so wie Arztbesuch? Okay, dann ist gut.
Guck dir mal die Torrents an, wie die aussehen mit ihren neuen Overworlds. Was? Ein junges Mädchen an dem rosa Kleid? Nein, habe ich nicht gesehen. Ist das einfach deine Freundin? Also es gibt Toads, die Prinzessin Peach nicht kennen? Was ist? Was wollt ihr von mir? Was soll das? Tu nicht so scheinheilig. Läufst einfach hier herum und fragst jemanden nach Sternjuwelen. Wir haben dich durchschaut. Erzähl uns sofort, was du darüber weißt. Lass mich in Ruhe. Ich habe euch überhaupt nichts zu sagen. Du kleine Rotznase, dir werden wir eine Lektion erteilen. Los, Männer, bringt die Göre in unser Hauptquartier. Ein kluger Schachzug, Oberst Kruselus. Was hat der denn vor? Aber halt! Lass das sein! Wir müssen dir helfen, Mann. Mach gefälligst Platz. Ich muss arbeiten. Aus dem Weg! Okay. Oh, das sieht nach einer Prügelei aus. Haha, es geht doch nichts über eine ordentliche Prügelei. Findest du nicht auch? Du bist in der Gangsterstadt, schätze ich. Oh, ich kann die schlagen! Was? Ich kann alle schlagen? Oh mein Gott. Jetzt schon 10 out of 10 Game. Wie gesagt, das Spiel ist für mich größtenteils blind, deshalb. Das aber im Original auch? Diese Pfützen. Auch cool. Da drüben scheint es Streit zu geben! Aber du sollst dich besser nicht einmischen! Du wirst es in dieser Stadt nicht lange aushalten, wenn du Streit anfängst! Ich muss mich aber einmischen. Ich muss ihn retten. Ich bin der Held. Vielleicht gehe ich jedenfalls nicht mit. Basta! Oh. Und du, Schnauzbart? Los, verzieh dich oder willst du hier nerven, hä? Weiß ich. Du willst nicht? Dann werden wir eben erstmal dir eine Lektion erteilen. Oh, Backe! Oh, wie cool das hier aufgebaut ist. Das ist alles aus Papier. Flucht ist nicht möglich, okay? Jetzt beginnt ein Kampf! Du musst diesen Kerl auf alle Fälle schlagen! Details erkläre ich später. Im Kampf kannst du Sprung und Hammer einsetzen. Okay. Ja, stimmt, der Hammer. Den habe ich ja noch vom letzten Mal. Selten, dass Mario den behält. Items. Ich habe keine Items. Taktik. Nein, okay, wir wollen nicht fliehen. Wir wollen angreifen. Bam! Bam! Okay, wenn man genau A drückt im richtigen Moment, kann man noch einen Sprung ausführen. Sehr gut, du bist ja super. So machst du diesen Horn-Ochsen-Zug fertig. Und perfektes A-Timing. Kann man auch mit blocken. Sehr, sehr cool. Okay, das ist exakt genauso wie in dem ersten Teil. Von der Steuerung her. Nur es ist präziser und meiner Meinung nach auch besser vom Timing her. Gleich hast du ihn! Kannst du nicht nachlassen! Okay. Er trifft mich nicht ein einziges Mal. Der Noob! Der kriegt jetzt so auf die Rübe! Bam! Das war schon. Wow, wie viele XP der gibt. Aber vom Core ist es ja einfach exakt genauso wie der erste Teil. Zumindest bisher. Geschafft! Du erhältst Sternpunkte! Sternpunkte sind diese kleinen Dinger hier. Mario, guckst du nach oben? Ja, habe ich gesehen. Dort oben werden die Sternpunkte angezeigt, die du erhältst. Für je 100 Sternpunkte steigst du ein Level auf. Meint ihr das gut? Mhm. Oh yeah! Dicke Nase, wenn er so nach vorne schaut. Gah, du bist ziemlich stark. Da hilft wohl nur noch antreten! Was zum... Bist du Bowser mit den Goombas oder was? Hilfe! Ergreift sie! Schnell, hierher! Ja, ich weiß auch nicht, warum die hier rumspringen. Los, verschwinden wir, bevor diese Typen irgendwas merken! Aber ich will die kaputt hauen hier. Bam, bam, bam! Ich komme nicht durch, okay. Kommen wir hier lang? Wow! Das ist die Border der Map, da kann man runterfallen. Nicht gut. Ah, jetzt kann man auch in unseren Hammer werfen. Interessanten Sounds. Okay, dann hauen wir halt schnell ab, ne? In die Stadt. Hey! Halt! Hm? In welche Richtung sind die Bahnen abgehauen? Wispers? Verdammt, diese Typen sind uns entwischt. Tja. Deine Bande musst du mal ein bisschen trainieren, Mann. Ja, jedenfalls Dankeschön. Ohne dich hätte ich nicht so leicht fliehen können. Und das ist eine ganz persönliche Belohnung. Oh, das ging aber schon ziemlich schnell. Was machen die Delfinos da im Hintergrund? Okay.
Ich heiße Gumbrina und ich bin Studentin im 5. Semester an der Gumba-Universität. Und du, wer bist du? Ich bin Mario. Mario? Du bist dieser Berühmte? Dass ich dich hier treffe. Aber du scheinst auch gerade erst angekommen zu sein. Mhm. Was geht ab? Also, diese Stadt ist irgendwie unheimlich. Überall hängen seltsame Typen herum. Was habt ihr davon? Wie geht euch so? Aber was kann man von einer Stadt namens Rolingen schon alles erwarten? Was geht mit denen los? Das gibt Rache. Und dieser, ich finde den Gumba da cool mit seiner Zipfelmütze. Macht einfach den Link nach. Wenn es hier nicht diesen legendären Schatz gäbe, wäre ich niemals gekommen. Oh, legendäre Schatze. Ich suche auch. Du suchst an dem legendären Schatz? Mhm. Moment mal, was soll das denn heißen? Ja, schau mal. Hier, guck. Das ist die Schatzkarte. Wo hast du den her? Naja, Peach hat sie mir geschickt über Brief. Von Peach? Oh, bist du das, Mario? Totswurf, was, dass wir den nochmal sehen im Videospiel. Bist du das, Mario? Was für ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier treffen. Was machst du eigentlich an diesem unglückseligen Ort, Mario? Mhm. Was? Prinzessin Peach hat dir einen Brief und eine Schatzkarte geschenkt? Und ihr wolltet euch am Hafen von Rolingen treffen? Oh yes. Du willst wissen, wo die Prinzessin ist? Das wollte ich gerade dich fragen. Wir haben nur hier angelegt, um die Treibstoffvorräte des Schiffs aufzufüllen. Und als ich einen Moment unaufmerksam war, ist Peach einfach verschwunden. Oh no. Ich hatte natürlich, sie würde gleich zurückkommen, so wie immer. Aber diesmal ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Ist ja noch nie passiert. Aber jetzt bist du ja hier. Jetzt wird alles wieder gut. Du findest Peach bestimmt. Mir ist zu viel Aufregung. Also Mario, bitte, finde Prinzessin Peach. Ich? Ich werde mich inzwischen in dem Tothaus da drüben etwas ausruhen. Übrigens Mario, wenn deine KP-Kraftpunkte zur Neige gehen, ja, dann solltest du in dein Tothaus gehen. Dort werden deine KP wiederhergestellt. Kostenlos. Ja, die Krankenkasse, die macht das schon. Und was mich angeht, diese fürchterliche Stadt ist wirklich viel zu viel für mich. Also wirklich unglaublich. Also wirklich absolut schrecklich. Ist das ein Peach? Ist das nicht die Prinzessin aus dem Pilzkönigreich? Die du immer retten musst, wenn dieser komische Boss ihn führt? Und du sagst, die Prinzessin hat dir die Karte geschickt? Mhm. Aber wo mag denn die Prinzessin nur sein? Vielleicht kann sie sich doch nicht... Vielleicht konnte sie es doch nicht abwarten und ist schon alleine auf Schatzsuche? Auf alle Fälle solltest du erstmal mit mir mitkommen. Ein Professor von meiner Uni ist zu Forschungen über den legendären Schatz hier. Wir sollten ihm die Schatzkarte auf jeden Fall zeigen. Und auf der Suche nach dem Schatz werden wir sicher auch die Prinzessin finden. Wunderbar, Mario. Dann suchen wir also gemeinsam weiter. Okay, Gumbrina gehört zum Team. Und was kann sie? Mario sprung kurz rein. Gumbrina hat folgende Fähigkeiten. Zuweilen erscheint in der Nähe von Charakteren oder Dingen über Gumbrina ein Symbol. Drücke in seinem Fall X, um mehr über den Charakter oder das Objekt zu erfahren. Also sie ist einfach das Lexikon. Ähnlich wie es Gumbario war im ersten Teil. Sie ist wirklich einfach Female Gumbario, kann man sagen. Drücke X, um mehr über einen Charakter zu erfahren. Das ist Gumbo, ein Gumba. Dauernd glaubt er, dass ihn irgendwer betrogen hat. Oha, nicht gut. Drücke X, um sie gibt dir Infos über Orte, Personen und anderes. Einfach mal X überall drücken. Passiert schon irgendwas Cooles. Der Markt von Rolingen, dies ist das Stadtzentrum mit allerlei Geschäften. Ein ganz schöner Betrieb hier. Aber ob das alles ehrliche Bürger sind? Manchmal erhältst du so ein nützliches Wissen. Versuche ihre Fähigkeiten zu nutzen, wann immer du kannst. Damit endet diese Einführung. Weißt du nun, wie du Gumbrinas Fähigkeiten nutzen kannst? Ja, ich bin nicht blöd. Danke. Gumbrina kann dir aber auch im Kampf nützlich sein. Sie kann Gegner mit einer Kopfnuss angreifen. Also genau wie Gumbario. Und mit dem Scanner findet sie Infos über Besonderheiten und KP eurer Gegner für dich heraus. Wie Gumbario. Und sie küsst mich gerne. Sie mag Mario, glaube ich, sehr. Suchen wir zunächst einmal den Professor. Ich bin nämlich auch gerade angekommen und habe keine Ahnung, wo er wohnt. Übrigens, Professor Gumba sieht so aus. Sprichst du so kurz aus, wie sie aussieht? Okay. Sieht aus wie ein verrückter Wissenschaftler. Er ist bestimmt befreundet mit Professor Igel. Ach, bevor ich es vergesse. Falls du von jetzt an irgendwann mal nicht weiter weißt, drücke einfach ZL. So kann ich mein Wissen mit dir teilen, um herauszufinden, was wir als nächstes tun sollten. Clever, huh? ZL? Lass ihn suchen. Okay, das ist alles für die Leute, die keine Ahnung haben, was sie tun sollen. Ja, warte mal. Die Bodenplatten gibt es schon von Anfang an gespielt. Aber... ich kann sie noch nicht aufmachen. Mann! Gumbrina sitzt die ganze Zeit davor.
Nee, es geht nicht. Okay, ich glaube, ich brauche dafür noch eine andere Fähigkeit. Aber wie krass ist das denn? Einfach so ein Galgen hier. Kann ich damit interagieren? Kann ich da so dran springen? Oh mein Gott, ich kann wirklich dran springen. Oh mein Gott. Es sieht echt schön aus. Die Musik ist auch schön. Ich suche den Halunken, der mich neulich beim Kartenspiel betrogen hat. Ja, der hat meine Pokémon-Karte, meine Glurak geklaut. Ja, ich werde ihn sowas von vernichten. Der Mark von Rohlingen. Mit allerlei Geschäften. Okay, das hast du schon gesagt. In den Gassen sollen sich ja viele finstere Gestalten herumtreiben. Oh, da müssen wir aufpassen. Das ist Gumbo, der Grumba. Dauernd glaubt er, dass ihn irgendwer betrogen hat. Was heißt, wahrscheinlich ist er etwas zu leichtgläubig. Ob er damit nicht irgendwann in Schwierigkeiten geraten wird? Ich kann es dir nicht sagen. Okay, ich drücke zu viele Tasten. Ich drücke gerne Tasten. Was habe ich gemacht? Ich habe R gedrückt. Rohlingen. Tasche, Team. Okay, lass mal schauen, was wir haben. Wir haben eine Tasche. Sieht echt richtig schick aus alles. Dieses kluge Gumba-Mädchen will Archäologin werden. Ihr Kopf ist gefürchtet. Okay, gar keine BP kostet ihre Angriffe. Krass, das macht sie besser als Gumbario. Bei ihm hat es gekostet. Jungstar. Okay. Wie gesagt, ich möchte mir hier alles anschauen. Da ich das ganze Spiel nicht kenne. Galerie. Ah. Okay, das ist cool. Wer hat hier die Köpfe hingestellt? Die Totenköpfe? Hilfe. Ich fühle mich hier listig, ja, in der Stadt. Es riecht nach einer profitablen Gelegenheit hier. Langsam könnte sich das Glück auch mal mir zuwenden. Aber du hältst dich da raus. Wie bitte? Die Streitigkeiten zwischen Mafia und Räuberbande werden immer heftiger. Achtung, nicht in diese Angelegenheit verwickeln lassen. Was steht dahinter? Sudelecke! Am Hafen von Rohlingen sah ich ein wunderschönes Fräulein. Oh, ich bin schon wieder verliebt. Ein Stammgast aus Meister Beans Bar. Ist eine Bar? Guck mal, hier ist ein Shop. Diese Retro-Feuerblume bedeutet, dass hier ein Shop ist. Mit ein paar Sachen. Es sind bisher die exakt gleichen Items wie auch im ersten Game. Aber was ist das hier? Kontaktlinsen ausverkauft. Och man. Deshalb ist das Spiel nicht in 4K. Och blöd. Hey, warte mal. Wer ist denn dieser Cooper hier? Ich finde es cool, dass ich auch mal endlich schräg und so geradeaus so hauen kann. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich bin ja die Steuerung vom N64-Ableger gewohnt jetzt. Deshalb ist das echt cool, dass ich in alle 8 Richtungen schlagen kann. Und watscheln kann mit den neuen Backsprites der Characters hier. Okay, hier ist eine Küche, aber Omelette ist nicht zu Hause, oder bist du's? Halt! Bleib weg! Hm? Wieso? Vorhin hat mich jemand angerempelt und meine Kontaktlinse ist runtergefallen. Ich suche sie gerade. Mach jetzt nur keinen falschen Schritt. Okay. Ihr dürft ihn auf keinen Fall bewegen. Bleibt, wo ihr seid. Hey, meine Güte. Ah! Du hast draufgetreten! Meine Kontaktlinse! Ich habe mich doch nur gedreht. Das hätte auch ein Ast sein können. Ich habe euch doch gesagt, macht nur keinen falschen Schritt. Das war's wirklich nicht. Das ist deine Schuld. Du wirst mir meine Kontaktlinsen ersetzen. Hast du kapiert? Kauf mir eine neue. Ich? Nein, ich war's nicht. Wenn das so ist, wirst du sehen, was du davon hast. Bis du mir meine Kontaktlinsen ersetzt hast, werde ich dich nicht nach Westen lassen. Ey. Lass mich durch. Okay. Wir sind hier im Kokiri Forest, der lässt uns nicht durch. Sie lässt uns nicht durch. Kann ich denn hier ein Netz kaufen? Ne, sind immer noch nicht da. Okay, wahrscheinlich kommen die dann später im Sortiment. Was ist denn hier in der Seitengasse eigentlich los? Der scheint nämlich sehr an die Wüstenstadt aus dem ersten Game. Was geht denn hier ab? Hi. Info? Hi, Gumba und ein von der Polizei gesuchter Gumba. Er ist auf der Flucht und versteckt sich in dieser Stadt. Was hat er nur getan, dass er sich ausgerechnet hier verkriechen muss? Sag jetzt nicht weiter, aber ich werde von der Polizei gesucht, Mann. Vor 3 Monaten habe ich in einer anderen Stadt einen Einbruch begangen. Ich bin hierher geflohen und werde einfach gewarten, bis Gras darüber gewachsen ist. Verratet ihr auch niemanden, dass ich mich ausgerechnet hier an diesem Kriminalitäts-Hotspot verstecke? Warum sollte ich dich nicht verkaufen? Vielleicht kriege ich ja Geld. Kann ich ja anfangen in der Stadt. Ich sehe nur Vorteile für mich. Gestern habe ich 100 Münzen im Glücksspiel verloren. Aber das nächste Mal werde ich ganz sicher den großen Gewinn machen. Krass, dass Nintendo hier noch über Glücksspiele redet. Interessant, dafür müssen wir das alles entfernen.
Und hier sollte mal dringend jemand aufräumen. Guck mal, die kleine Cockroach hier. Ich hab sie... Ich hab sie umgebracht. Aber hey, ich hab ein Cent dafür bekommen. Also, ich fühle mich nicht schlecht. Gombrina, wer ist das? Das ist ein Bluff. Dieser Typ träumt davon, irgendwann reich zu werden. Ich sehe da eher schwarz. Dafür geht er viel zu gerne ins Casino. Und sobald er ein paar Münzen hat, hält ihn nichts mehr vom Spielen zurück. Verstehe. Verstehe. Hier ist also das Inn. Wie können wir pennen? Kostenlos? Ich war früher ein ziemlich wilder Kerl. Aber inzwischen ist ein solider Seemann aus mir geworden. Damals war ich sehr oberflächlich und bin immer gleich in die Luft gegangen. Okay. Hi. Verschwinde! Spring mich nicht an! Idiot. Schaut mal, wie wir da haben. Corsario. Bum bum. Und Knall. Mit roten Augen. Schädel. Rubin. Dieses Schädeljuwel ist mein Glücksbringer. Alter Familienbesitz. Das trage ich immer bei mir. Ich würde den gern haben. Herzlich willkommen, bitte machst du bequem. Dies ist Meister Means Bar. Eine kleine Stätte der zwischenmenschlichen Begegnungen. Übrigens gibt es oben ein Tauthaus. Bitte nutze es, wenn du erschöpft bist. Okay. Dieses Bild da mit der Katze. Ja, also Corsario ist ein großes Meme. Deshalb kenne ich den schon. Ich finde aber die neuen Soundeffekte auch cool hier. Hoho, yahoo! Super. Alles noch Charles Baratiné, soweit ich weiß. Willkommen im Tauthaus! Ein wenig Ruhe, erfrischt Geist und Körper! Willst du hier ausruhen? 5 Cent? Nein. Okay, dann nicht. Wura! Wenn ich nur wüsste, wohin die Prinzessin gegangen ist. Da kann ich dir nicht helfen, Mann. Ich kann hier einfach in den Bucket rein. Oh, wir kuscheln gemeinsam im Bucket. Also, jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, mal ein Like da zu lassen und darauf zu hoffen, dass ihr auch den nächsten Folgen mitschaut. Inventur, heute bis 11 Uhr geschossen. Schade, dann nicht. Aber ihr könnt es euch ja noch überlegen. Ding! Sehr gut. Ach, und sorry, falls ich manchmal vergesse, mit Gombrina alles zu scannen. Denke mal, Rollingen, manchmal kann er dir gute Ratschläge geben. Auf jeden Fall, dass sie ihm zuhören. Manchmal kann es nützlich sein. Er scheint ja überhaupt keine Ahnung zu haben. Also hör gut zu, ja? Wenn du R drückst, kannst du deinen gegenwärtigen Status abfragen. Wenn deine KP zu nahe gehen, solltest du dich in einem Tauthaus ausruhen und so weiter und so fort. Okay. Hey, da oben ist ein Schatz. Ich komme nicht dran. Mist. Dumbad, ist das nicht dieser alte Kauz im Osten? Osten liegt von hier aus gesehen rechts. Was hat er denn getan? Hat er euch etwa bestohlen? Nö, eigentlich nicht. Das ist ein Bluff, der Typ hofft, irgendwann abstauben zu können. Ob er wohl keine Lust hat, einer ehrlichen Arbeit nachzugehen? Ich kann dir da leider auch nichts weiteres sagen. Wow! Oh, Verzeihung! Das ist ein komischer Typ! Hast du diesen Geldzaun gehört, Gombrina? Der rempelt dich an und läuft dann einfach weiter! Unglaublich, manche Leute sind wirklich sowas von unverschämt! Ja, aber... Aber hast du es nicht gehört? Mein Geld, der hat mir 50 Cent geklaut. Hey, Kumpel, du solltest nicht so leichtfertig Leute anquatschen, ja? Es kann sonst passieren, dass du angegriffen wirst. Sind die also in Acht? Ich wurde angegriffen, Mann. Mein Kumpa, Kumpanius, das ist sein Name. Er wird ein wenig grob, aber eigentlich ist er sehr zuvorkommend. Er ist bekannt dafür, dass er selbst komplizierte Jobs präzise erledigt. Okay, das klingt doch ganz gut. Und es ist, glaube ich, offensichtlich, wer hier drinnen wohnt. Aber bevor ich da anklopfe, glaube ich, würde ich sagen, werden wir das in der nächsten Folge machen. Das war mein erster Eindruck von dem Game. Wie gesagt, ich bin großer Sticker-Star-Fan und komme jetzt hier frisch durchgespielt von dem ersten Teil hier in diesem Spiel rein und bin gespannt, was das Spiel alles zu bieten hat. Also, falls ihr mein Abenteuer weiter miterleben wollt, dann lasst einen Sub da, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich bin gespannt, wie das Game so wird. Ich hoffe, es wird ein Masterpiece, denn das wurde mir mehr oder weniger hier versprochen.